Ach so, ich habe hier keine Supergeschwindigkeit mehr. Oh, da kommt der nächste Angriff. Hier geht mal ein Stück zurück. Baldur auch. Werden wir jetzt kontinuierlich angegriffen? Von Halfdan. Klingt wie Heimdall. Wenigstens sind es nur Einzelne. Und die kommen auch nur mit Nahkämpfern, das ist auch gut. Und während hier die Götter gegen die Menschen kämpfen, ist der Schäfer fleißig damit beschäftigt, sein Schaf zu scheren. Nein, rett doch nicht in den Kampf, ihr Idioten. Oh oh, Finn kriegt auf den Deckel. Armer Finn. Ich verstehe nicht, warum die so gut austeilen können. Und vor allem, warum die so gut einstecken, was mich noch viel mehr interessiert. Okay. So, du hast ja nichts mehr zu tun, dann mache ich dich zum Steinmetz. Ja, will. Vor der Donnergott ist hungrig. Dann werden wir ihm gleich mal 3 Büffel schlachten. Damit er was zu essen hat, der Arme. Hä, wieso haben die denn keinen? Ich hab ihn doch mit Bier ausgestattet. Tor ohne Bier geht irgendwie auch nicht. Komm schon wieder, Feinde. Was ist denn hier los? Wo ist Tor? Tor! Zur Unterwelt. Oh, Tor stirbt langsam, er verhungert. Oh, tatsächlich. Er verhungert. Was für ein mächtiger Gott. Vielleicht sollten wir den Hulk anheuern, der schafft das schon. Der würde die alle platt machen hier. Das klang zwar nicht wie der Hulk, aber es war auch ein gefährliches Monster. Und da das ja ein Krieg der Götter ist, werde ich jetzt mich erstmal Leute umbenennen. Und zwar wird Skapti jetzt zu irgendeinem anderen Gott, und zwar Buddha. Buddha ist jetzt auch mit dem Kampf gegen Loki dabei. So, Thor hat sein verdientes Bier erhalten. Wer könnte noch? Mal sehen, ob mir noch ein paar Götter einfallen. Müssen ja nicht unbedingt zur griechischen Mythologie. Ja, Goldmin hat keinen Rohstoff, ist mir schon klar. Es fehlt an Gold. Also kann man denken, nach ungefähr 2 Stunden kommt der erste Angriff. Genug Zeit zum Vorbereiten eigentlich. So, und schon wieder ein Haftgrim. Würde jetzt bitte mal jemand Gold holen, das wäre sehr nett von euch, damit ich ihn hier fertig machen kann. Und den benennen wir jetzt auch zu irgendeinem Gott. Wie nennen wir den denn? Irgendein Gott. SpongeBob. Der Gott SpongeBob, der wird uns auch helfen. Ist das langwierig, wenn das mit dem Gold so dauert? Ach, ich sehe gerade, er wird auf der Karte angezeigt. Das ist ja sehr praktisch. Brauche ich gar nicht jetzt aufklicken. 2 Gold. Das reicht aber gerade für ein Level. Da muss noch einmal Gold rangekaut werden.
Holz ist schon da, das ist super. Nachdem wir den dann da haben, haben wir eigentlich genug, hoffe ich doch. Irgendwo fehlt hier jemand da. Tor ist abseits. Und bevor wir natürlich losgehen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle Leute schlafen schicken, sonst schlafen die wieder ein, während sie beschossen werden. Das ist echt blöd. Das ist ein bisschen doof gelöst, aber es ist halt so. Es bringt mir auch nichts, wenn die Bogenschützen dann aufwachen, weil sie einen Pfeil ins Genick kriegen. Dann ist denen ihr schöner Fernkampfbonus irgendwie nicht mehr so viel wert. So. Irgendein Gott. Somali. Ein Gott. Da wir schon SpongeBob haben, nehmen wir den jetzt Patrick. Nee, das kann ich doch nicht lassen. So, das ist jetzt Patrick Star. Patrick Star ist auch ein Gott und auch der wird uns jetzt im Kampf helfen. Hey, wo sind die hingerannt? Ach natürlich, die haben sich unter die Bäume gelegt. Hier fehlt einer. Ich glaube, Thor ist schon wieder weg. Odin, Baldur, Leif. Thor ist weg. Schön. Da ist er. So. Der Herr bekommt ja auch einen neuen Namen, den Styrka. Der ist nämlich gar nicht männlich, der ist weiblich. Der heißt jetzt, das ist Buffy, der Dämonenjäger. Mal sehen, wie er sich gegen die Horden von Bösen bewähren kann. Und los geht's, auf ins Unbekannte. Oh, Moment, ich habe die falsche Geschwindigkeit. Auf ins Unbekannte mit schnellen Schritten. Ja, geht doch. Die wollten irgendwie gerade nicht laufen. Ich weiß auch nicht. Odin, der Göttervater, geht... Nee, Moment, Odin darf nicht vorgehen. Leif, nein. Baldur, nein. Wenn einer vorgeht, muss es Thor sein. Nur Thor darf vorgehen. Thor ist hier der Mutigste. Irgendwo muss... Oh oh, Feinde. Ich war's nicht. Sehr männlich, dieser Thor. Okay. Okay, Thor kann wieder vorgehen. Wir haben aber gesehen, von wo sie kamen. Von hier unten müssen sie irgendwo sein. Da liegt schon wieder ein Berg. Oh, da kommen sie wirklich her. Da muss irgendwas sein. Alles nur Level 1er. Mit dem müssen wir fertig werden. Aber natürlich nur, wenn die so schlau sind und nicht alle sinnlos vorrennen. Ah, seht mal. Da sind ganz, ganz viele. Thor, ich muss dich leider nutzen, um die alle anzulocken. Ich muss die Stück für Stück dezimieren, sonst packen wir das nicht. Oh, da sind höhere Level dabei, sehe ich gerade. Das war ein Level 2er. Da vorne. Oh nein, ein Schwerträger Level 2. Und ein Bogenschütze Level 2. Von Bogenschütze habe ich ein bisschen mehr. Die Schwerträger halten genauso wenig aus. Das sind alles Level 2, glaube ich. Oh ne, Schwertkämpfer Level 2. Das ist schon ein bisschen hässlicher.
Davil? So. Wir haben etliche erwischt schon. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viel die haben. Jo. Jo. Ich glaube, es nimmt aber langsam ab. Müssten wir dann... Da haben wir es ja, die Utgard-Krieger. Loki, Gott des Feuers, Utgard-Krieger. Mal schauen. Soldaten haben sie nicht wenig gehabt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die haben keinerlei Zivilbevölkerung, wenn ich mich recht entsinne. Die haben bloß ein Hauptlager, wo sie sich ernähren können, und ansonsten haben die, glaube ich, gar nichts. Mist wäre es natürlich, wenn die jetzt hier oben lang durchlaufen und... Ach, die haben doch Leute. Oh, die haben tatsächlich Bevölkerung. Sehr gut, Thor. Da würde ich mich auch schlafen legen. Hauen wir das Ding einfach mal... Ja, Thor, schlaf ruhig, den Schlaf der Gerechten. Hauen wir das Ding einfach mal kaputt. Und die ganzen Zivilisten kann man auch gleich mit abschlachten. Mission erfüllt! Loki ist besiegt und die Tore Utgards haben sich wieder geschlossen. Damit endet der unbarmherzige Kampf um Midgard, die Welt der Menschen. Dank SpongeBob haben wir es geschafft. Und natürlich noch Buffy, die Dämonenjägerin, war auch wichtig. So, hier haben wir nicht viel. Hier haben wir einen vertrockneten See mit einer Anlegestelle, die viel zu groß ist. Wenn da nämlich noch einer hinkommen würde, dann wäre das... Dann hättest du eine Brücke, die eigentlich auch unnötig ist. So, hier liegen viele Knochen von unseren Feinden. Viele tote Bisons, auch nur Knochen von den Bisons. Oh, hier oben ist noch alles schön grün. Man sieht richtig, wo die waren. Und hier felsiger Abhang. Ah, das ist wahrscheinlich der... Der Weg zu Utgard. Hier, wo dieses ganze Feuer ist. Tja, das war Kaltschuss für heute. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, ciao. Es war weniger spektakulär als erwartet. Aber es gibt noch ein paar Missionen, die ein bisschen anstrengender werden. Ciao. Ja, mein PC braucht eine Pause und ehrlich gesagt ich irgendwie auch.